Ich bin relativ umtriebig bisher gewesen und habe jetzt zum ersten Mal so das Gefühl des Ankommens. Nicht mehr die Idee, was mache ich denn danach, sondern jetzt bin ich hier und das fühlt sich gut an und das kann so bleiben. Die sind in allem gut, wo man Geld verdienen kann. Wenn es Möglichkeiten gibt, neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ob es Corona-Hilfen sind, ob es Glücksspiel ist, Drogen, Menschenhandel, Schleusen. Da, wo man Geld verdienen kann, ist organisiertes Verbrechen nicht weit. Wir entscheiden, wann das Spiel zu Ende ist. Und wir spielen so lange, bis wir gewonnen haben. Großer Satz. Und Sie sind noch Niedersachse-Westfale. Das stimmt. Ich kann auch geduldig sein. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler. Schön, dass Sie da sind. Sie ganz persönlich. Herzlich willkommen. Wir sprechen wieder über unsere Stadt. Was macht sie heute schon reizvoll? Was wird in Zukunft noch besser werden? Da haben wir immer die großen Köpfe unserer Stadt im Gespräch. Vielleicht wird die Stadt noch sicherer. Essen hat einen neuen Polizeipräsidenten. Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. Ein gebürtiger Niedersachse. In Münster und Paris hat er Jura studiert. Ist ein Mann, der erst Staatsanwalt, dann Oberstaatsanwalt wurde. Auch mit landesweiten Aufgaben, wenn es darum geht, Kriminellen, gefährlichen Clans, das Leben, die Arbeit, so schwer wie möglich zu machen. Und diese Clans, ja, die haben wir in der Stadt. Und jetzt eben auch das Gegenmittel. Wir haben Andreas Stüwe. Wir treffen uns im Keller, glaube ich, war es, dieses riesigen Baus gegenüber des Landgerichts, kennen Sie? Und ich treffe einen Mann, der durch und durch ausstrahlt. Ich mag die Jagd, ich mag dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ihr seid clever, wir sind cleverer und wir haben den längeren Atem. Das ist ein Mann, für den in Essen ein Traum in Erfüllung gegangen ist, denn Andreas Stüwe, ja, wollte als Kind schon Polizist werden. Ja, das stimmt. Das wollen ja ganz viele. Ja. Aber ich war dabei. Kinder, die Polizisten werden wollen, machen das ja aus verschiedenen Motiven heraus. Zum Beispiel, um Erwachsenen sagen zu können, was sie tun und lassen sollen. Was war es bei Ihnen? Also die Einzelsituation weiß ich gar nicht mehr so genau. In erster Linie habe ich Polizisten als Helfer da wahrgenommen, auf dem Weg zur Schule über den Zebrastreifen helfen, so ein bisschen die Autos anhalten. Das waren die, die mir oder uns Kindern geholfen haben. Die hatten so Vorbildfunktion. Also als sozusagen Held des Alltags? Sowas in der Art, ja. Der Wunsch wurde wahr mit Anfang 50. Haben Sie jetzt einen richtigen Polizeidienstausweis? Ja, habe ich. Der unterscheidet sich von Polizeivollzugsbeamten, glaube ich, gar nicht. Das ist nämlich die Frage, ob Sie einen richtigen Polizeiausweis haben oder ist das so ein uncooler Polizeipräsidentenausweis? Nein, da steht nur Polizei. Super, oder? Ich finde das super. Ich, ja, find's auch ich bin auch stolz drauf, den jetzt zu haben. Mein großer Traum wäre zum Beispiel so ein Magnetblaulicht mal so durchs Schiebedach aufs Auto setzen im Stau. Allein das Gefühl, das Geräusch ist doch großartig. Ich komme ja vom Rechtlichen und da weiß ich, dass man das nicht unbedingt darf, wenn man kein richtiger Polizist ist. Eben. Sie dürften jetzt. Nein, darf ich auch, nicht. Ich bin kein Polizeivollzugsbeamter. Nur in Anführungszeichen der Präsident der Polizei. Haben Sie denn in einer außerdienstlichen Situation denn mittlerweile schon mal eingegriffen, sich ausgewiesen und gesagt, Freunde, hier jetzt mal so nicht? Das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht. Polizist zu sein, sagen Sie auch, das ist mehr als ein Beruf, das ist ein Mindset. Ja, das ist für mich so, aber ich nehme das hier auch in der Behörde ganz stark wahr, dass hier nahezu niemand aus Versehen ist. Das sind alles bewusste Entscheidungen, weil man bei dieser Art von Behörde mitmachen will. Das ist wirklich anders als andere Funktionen. Was sich am Bild der Polizei verändert hat, vielleicht auch zu früher, als einem noch über die Straße geholfen wurde, oder die Menschen sagten, wow, da vorne ist ein Polizist, ne? Das gab's ja auch einfach. Oder ein richtiger Polizist bei unserer Fahrradführerscheinprüfung in der Grundschule. Ein richtiger Polizist, ob sich daran etwas verändert hat. Welche Herausforderungen es gibt in Essen, welche Ideen Sie haben als profilierter Strafverfolger, darüber würde ich gerne sprechen. Ja, dann mal los. Legen wir los. Herbert Reul hat Sie sehr für diese Position empfohlen, weil Sie sich in einem Bereich auskennen, der hier in Essen ja eine ganz große Rolle spielt, die organisierte Kriminalität, die Clan-Kriminalität. Das muss man sagen, da sind Sie ganz tief drin. Was ist so reizvoll am Clan? Also sich mit Clan-Kriminalität zu beschäftigen, ist halt sehr vielschichtig. Und vor allen Dingen muss man auch neue Wege gehen, eingetretene Pfade verlassen. Man kann kreativ sein und überlegen, wie kann ich neu aufkommenden Phänomenen beikommen? Was kann ich vielleicht auch tun, um Phänomenen vorzubeugen?
Was nicht funktioniert, ist einfach mit Routine abarbeiten. Das haben wir lange genug gesehen. Man muss was Neues versuchen und das macht den Reiz aus. Und versuchen, schneller zu sein, oder wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben? Schnell ist gut, aber nachhaltig ist besser. Kleinkriminalität bekämpfen kann man wie ein Marathonlauf sehen. Da sind kurzfristig große Erfolge nicht zu erwarten, weil es auch über lange Zeit den Kriminellen ermöglicht worden ist, sich einzurichten und Vorkehrungen zu treffen. Und da jetzt dagegen zu halten, das dauert, bis man die Strukturen so aufgeklärt hat, dass man auch beweissicher und nachhaltig Ergebnisse präsentieren kann. Clan ist erstmal nur eine große Familie, habe ich nachgelesen, kommt wohl aus dem Schottischen. Eine große Familie, die ein bestimmtes abgegrenztes Gebiet bewohnt, sich auf einen Urahnen bezieht. Das klingt doch erstmal sehr harmonisch. Ja, auf die politische Diskussion um Begrifflichkeiten will ich mich gar nicht einlassen. Aber wir merken ja schon hier im Gespräch, Sie nutzen den Begriff, ich antworte drauf. Ja. Wir haben eine identische Vorstellung, was damit gemeint sein könnte. Ja. Also auf der Arbeitsebene kann ich damit sehr schnell auch überregional und auch international, wenn es Clan-based Crime ist, beschreiben, was mein Thema sein soll. Dafür hilft es. Damit ist natürlich nicht Stigmatisierung alle über einen Kamm oder so gemeint. Kann es auch nicht sein, weil es am Ende auch wir gesellschaftlich waren in den 60er, 70er, 80er Jahren und wahrscheinlich noch heute, die auch anders mit den Menschen, die zu uns gekommen sind, hätten umgehen können, was Integration angeht etc. Ja. Ja, so. Ja. Strafverfolgung richtet sich immer gegen den individuell Kriminellen. Und wenn der aus einer Organisation oder Gruppierung heraus agiert, dann gegen diese Gruppierung. Aber auch nur gegen die Gruppierung. Womit haben Sie hier zu tun? Mit welchen Straftaten? Was können die gut? Die sind in allem gut, wo man Geld verdienen kann. Wenn es Möglichkeiten gibt, neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ob es Corona-Hilfen sind, ob es Glücksspiel ist, Drogen, Menschenhandel, Schleusen. Da, wo man Geld verdienen kann, ist organisiertes Verbrechen nicht weit. Und welche Rolle spielt da Essen? Ich glaube, diese Phänomene sind nichts Essen-Exklusives. Die habe ich in meiner Vorverwendung an verschiedenen Orten auch sonst gesehen und eigentlich zeichnet organisierte Kriminalität auch aus, dass sie überregional ist. Also die tradierte Idee des standorttreuen Großkriminellen, der von seiner lokalen Polizei bekämpft wird, die mag es in Einzelfällen auch noch geben, aber organisiert ist eigentlich überregional, international, strukturiert. Und darauf müssen wir uns einstellen. Stimmt es, dass die Familien am Ende so weit verzweigt sind und doch so zentral gesteuert werden, dass auch so Fälle wie Goldmünze aus dem Bode-Museum oder der Juwelenraub in Dresden am Ende auch nach Essen führen oder an Essen vorbeiführen? Ist das wirklich so dermaßen verzweigt? Also es gibt eine sehr große Verzweigung und auch deutlich überregionale Zusammenhänge. Nicht alles führt nach Essen, aber einiges führt auch nach Essen, durch Essen, hat mit Essen zu tun, ja. Meine ganz naive Frage, die gar nicht so naiv gemeint ist, können Sie mit denen sprechen? Haben Sie Kontakt? Ja, also was heißt sprechen? Wir treffen uns nicht auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Aber im Rahmen von Ermittlungsverfahren gibt es natürlich auch Kommunikation. Das ist die Frage. Ich hörte mal vom Oberbürgermeister, dass der schon den Kontakt dann auch sucht und überlegt, was braucht ihr, damit wir hier Frieden haben beispielsweise. Okay, also in Richtung Prävention reden wir natürlich auch außerhalb von Verfahren mit denen und machen Angebote und überlegen uns, wie kann man denn verhindern, dass Leute überhaupt auf die schiefe Bahn geraten und nicht quasi die nächste Generation Kriminelle herangebildet wird, sondern Angebote machen, die dazu führen, dass Leute sagen, der legale Weg ist auch ein schöner. Ja, Ihre Aufgabe war jetzt ja wirklich Jahre und Jahrzehnte fast klar. Nichts dulden, was die tun, alles verfolgen, alles vor Gericht bringen. Jetzt sind Sie Polizeipräsident, Sie sind im Grunde Symbol einer sicheren Stadt. Kann das bedeuten, dass Sie auch eine Art Nebeneinander solcher Strukturen aushandeln müssen? Das ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Die Nulltoleranz im Bereich begangener Straftaten, die halte ich für richtig und die setzen wir auch um. Da ist die Erfahrung aus vielen Jahren, die ich das jetzt auch schon mache, Toleranz wird nicht als solche, sondern als Schwäche wahrgenommen und führt zu Weiterungen. Also können wir bei der Repression nur mit Nulltoleranz arbeiten, das ist meine Auffassung. Das setzen wir hier auch sehr stark um, wie man in den mehrfach wöchentlichen auch Kontrollen, die wir im Verbund mit anderen Behörden machen, sehen kann. Bei der Prävention kann man sich neue Angebote überlegen und da ist es oft auch hilfreich, eine ganz junge Zielgruppe zu adressieren. Menschen, die schon über Jahre oder Jahrzehnte daran gewöhnt sind, auch hohe Beträge zur Verfügung zu haben, die sich aus kriminellen Quellen speisen,
denen ist schwer zu erklären, dass mit einem Bruchteil davon aber legal das Leben besser ist. Ja, verstehe ich. Da ist die Versuchung einfach immer groß. Wie kommen Sie denn an solche, ich nehme an, wir sprechen über Kinder, wie kommen Sie an diese Kinder ran? Man kann Angebote machen über regionale Organisationen, Vereine. Das ist nicht alles nur Polizei, wir sind da ja nicht alleine, sondern da gibt es viele Hilfsangebote, viele auch gemeinnützige Vereine, städtische Einrichtungen, die alle dieselbe Idee verfolgen, die sich auch untereinander koordinieren, damit wir nichts doppelt machen, aber ein möglichst breites Angebot haben, zu sagen, wie könnte Freizeit sinnvoll gestaltet werden, wie könnte es Spaß machen, sich zu integrieren, einzubringen in die Stadt und das, was hier lebenswert ist, einfach zu genießen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie sieht Ihre Arbeit gegen Clan, gegen Clan-Kriminalität? Ich sage jetzt bewusst nicht gegen Clans, sondern gegen Clan-Kriminalität aus, wirklich praktisch. Sie sprechen von neuen Ideen, von kreativen Wegen, die Sie reizen. Was kann das sein? Also es gibt im Grunde zwei Themenfelder. Das eine ist die sichtbare Alltagskriminalität, die aus solchen Organisationen heraus begangen wird, einzudämmen. Das ist früher auch mal gesagt worden, wir haben die Straße zurückerobert und das ist auch so. Daneben muss man aber Ideen entwickeln, um an Hinterleute zu kommen und auch, na, ich sag mal, so einer Struktur die Wurzel rauszuziehen. Die dicken Fische, sagen Sie mal. Die dicken Fische zum Beispiel, ja. Das dauert lange, bis die einen Köder schlucken. Manchmal tun sie es auch gar nicht. Dann muss man ein Netz nehmen und zum Beispiel Finanzermittlungen betreiben und sagen, wo ist das Geld und wer kontrolliert es? Follow the money. Ja, das ist das Schlagwort, das an der Stelle immer fällt. Wo ist es und wer kontrolliert es, sind zwei zentrale Fragen. Und ist es aus legalen Quellen oder hat es im Anfang einen illegalen Ursprung, dann können wir es auch abschöpfen. Aber war das nicht genau Ihre Aufgabe vorher? Was können Sie jetzt noch beitragen? Naja, Strafverfolgung an der Stelle findet immer im Verbund statt. In meiner Aufgabe vorher, die Staatsanwaltschaft leitet die Ermittlungen, aber da ist ganz viel Teamwork. Das eine ist so die rechtliche Betrachtung des Zulässigen und das andere die taktische Betrachtung des Möglichen. Und wenn ich das jetzt hier, das rechtlich Zusätzliche, mit denen austauschen kann, die das rechtlich Mögliche umsetzen wollen, dann ist das total reizvoll. Denn diese Arbeitsebene haben Sie hier, die haben Sie auch nicht hier erst eingeführt, sondern die gab es immer schon. Immer schon gab es die nicht, aber die gibt es schon Jahre, die ich für sehr gut halte und auch etwas bisher noch Essen-Exklusives ist. Man muss den Familien ja lassen, vielleicht sogar ein paar Punkte, die ich jetzt einer Verwaltung nicht so nachsagen würde. Die sind sehr schnell, die sind unbürokratisch, die sind klar strukturiert, die haben ein enormes Budget, die sind analog wie digital, mindestens so gut ausgestattet wie Sie, also wie wir, wenn man so will. Was schützt Sie davor, am Ende zu verzweifeln und zu sagen, nein, die sind immer einen Ticken schneller als wir? Wir entscheiden, wann das Spiel zu Ende ist und wir spielen so lange, bis wir gewonnen haben. Großer Satz. Und Sie sind noch Niedersachse-Westfale. Das stimmt. Ich kann auch geduldig sein. Höre ich schon raus. Es gibt keinen Punkt, an dem Sie sagen, ich persönlich gebe auf. Nein, auf keinen Fall. Ich lasse mir Idealismus auch nicht nehmen. Jede andere Antwort wäre ja auch eine Katastrophe. Aber ich bin tief davon überzeugt, wir gewinnen das. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen ein paar kreative Ideen. Engagierte Leute, die gibt es hier. Wir werden am Ende diese Auseinandersetzung gewinnen. Woran merken wir das denn? Also gibt es einen Punkt, an dem Sie sagen, das war's jetzt? Jetzt haben wir sie? Das wird denen nachhaltig die Laune verderben? Wenn wir an dem Punkt sind, werden Sie einer der Ersten sein, der es mitbekommt. Aber bis dahin werden wir das, was wir tun, möglichst auch nicht immer publizieren, weil es sonst zu früh bekannt wird, was wir machen. Aber verstehe. Das heißt, auch Erfolge feiern Sie nicht so laut? Wenn sich aus den Erfolgen ablesen lässt, wie wir da hingekommen sind, dann können sich die wir auch noch haben wollen, darauf vorbereiten. Das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich frage jetzt wirklich den Polizeipräsidenten von Essen und Mülheim, was Sie an Clans beeindruckt. Gibt es irgendwas, was wir von denen lernen können? Die sind sehr entschlusskräftig und entschlussschnell. Die Fähigkeit, eine Möglichkeit zu erkennen, die ist da sehr ausgeprägt. Und da ist eine Behörde vielleicht im Erkennen der Möglichkeit, aber im Ziehen der Konsequenz aus der erkannten Möglichkeit manchmal schwerfälliger, weil wir halt in einem Behördenapparat dann bestimmte Zuständigkeiten und Prüfungsfolgen beachten müssen und nicht alleine das Rückenmark entscheiden lassen können. Ja, okay, da höre ich ein Kompliment, aber auch die Kritik raus. Gleichzeitig leben die natürlich auch eine unglaubliche Loyalität vor, einen Zusammenhalt, etwas, worauf wir ja gesellschaftlich echt aufpassen müssen gerade. Ja, aber für den Bereich der Polizei, die sind auch sehr loyal, das habe ich hier
in der Willkommenskultur, wie sie mich aufgenommen haben, gemerkt und auch im täglichen Miteinander. Da spricht man auch von Familie und das zeigt sich auch im Alltag, wo Not ist, wird geholfen innerhalb der Polizeifamilie. Da stehen wir in nichts nach. Wir verlassen die Clans, denn aus der Welt kommen sie. Jetzt sind sie ja zuständig für alles, was Polizei in Essen tun. Es muss also auch viele Bereiche geben, wahrscheinlich sogar die meisten Bereiche geben, mit denen sie vorher nichts zu tun hatten. Eine Pistole hatten sie noch nicht in der Hand? Doch, wir haben auch schon mal geschossen. Ach so. Aber nur auf Schießbahnen. Gibt es eine hier im Haus? Wir sitzen hier im Keller? Nein. Nein, nein, das ist etwas, das für Essen noch gebaut wird. Im Moment müssen wir für die Schießtrainings weit fahren und das kostet viel Zeit. Mhm. Aber ernsthaft, sowas wie Enkeltrick oder Blitzermarathon, gibt es einen Crashkurs, Polizeipräsident? Sie müssen ja wirklich, jetzt sind Sie ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr dabei. Wie lernt man das? Ich bekomme jeden Tag hier Informationen zu Themenfeldern, die ich bisher nicht so präsent hatte. Aber tatsächlich habe ich ja vorher auch 25 Jahre mit Polizei jedenfalls zusammengearbeitet und auch nicht nur in Ermittlungsverfahren, sondern auch außerhalb in Organisationen, in Projekten. Mindestens die Überschriften von vielen Themen habe ich schon mal gehört und da, wo ich nicht genügend Substanz habe, bekomme ich hier Informationen hochverdichtet angeboten. Aber auch viele Themen hier. Sie hatten Enkeltrick angesprochen, der ist natürlich auch auf der Justizseite seit Jahren ein großes Thema gewesen. Da war es rein repressiv, aber auch da haben wir im Rahmen von Ermittlungsverfahren schon mit Polizei überlegt, was können wir denn tun, um Leute vor sowas zu schützen. Weil da am Ende ja auch ältere Menschen, wenn der Trick funktioniert, oft ihre Lebensleistung hergeben. Ja. Das ist eine Katastrophe. Absolut. Klüger gegen Betrüger heißt das Programm der Sparkasse Essen, oder? Da gab es eine Kooperation? Da gibt es eine Kooperation, die beschränkt sich aber nicht nur auf den Enkeltrick, sondern da sind verschiedene Varianten, wie versucht wird, an schwer erarbeitetes Geld heranzukommen. So eine neue Masche ist jetzt WhatsApp. Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer. Ich kann aber noch nicht so richtig mein neues Handy bedienen. Ich müsste dringend eine Überweisung machen. Ich schicke dir mal die Bankdaten. Also solche Ideen kommen neu auf. Und auch die sind in der neuen Auflage dieses Heftes, das im Übrigen sehr erfolgreich verteilt wird. Und das ist erst der Anfang. Das ist jetzt WhatsApp. Da könnte ich ja noch überlegen, ich habe die Zeit. Da geben die Menschen mir ja noch die Zeit. Also auch die Kriminellen die Zeit zu überlegen, kann das was sein? Sie sagen ja auch, dann rufen Sie doch mal den Ansprechpartner trotzdem noch mal auf der alten Nummer an. Man ist erstaunt, wie häufig die noch rangehen, ne? Und dass alles in Ordnung ist und man nichts überweisen muss. Aber jetzt kommt ja noch der ganze Bereich KI. Was ist, wenn mich mein Sohn, meine Tochter anruft und ich bin, was weiß ich, 80, 85, kriege es nicht mehr so richtig mit und der hat genau die Stimme. Ja, das stimmt. Auch da kommen neue Herausforderungen und wir brauchen neue Antworten darauf. Aber so ist das, glaube ich, immer. Ja. Also Kriminalität gibt es schon seit Hunderten von Jahren und seit Hunderten von Jahren versucht der Rechtsstaat Antworten darauf zu finden und den neuen Ideen auch Antworten entgegenzusetzen. Wahrscheinlich seit Millionen von Jahren gibt es Kriminalität. Also ich glaube, seit Kain Abel erschlagen hat. So, ja genau, immer noch nicht, ne? Aber verjährt ja nicht, ne? Sie sind dran. Früher kamen Sie ins Büro und da wussten Sie, ich beschäftige mich jetzt mit den Kriminellen und dann kamen Sie raus. Heute sind wir ja alle Kriminelle. Es muss sich ja im Grunde eine Perspektive bei Ihnen verändert haben. Wir sind ja alle potenzielle Kriminelle. Alle liegen praktisch auf Ihrem Tisch. Nein. Also das ist nicht die Idee, mit der ich morgens ins Büro gehe. Ich will Sie auch nur provozieren. Ja. Okay, dann versuchen Sie es. Oder war das schon die Provokation? Das war schon die Provokation. Sie können mir sagen, wie Sie jetzt die Menschen da draußen, uns alle da draußen wahrnehmen. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Das gehört zum Idealismus auch dazu. Ich werde nicht dadurch, dass wir halt viele Beschuldigtennamen in den Akten stehen haben, sagen, überleben nur noch Kriminelle. Das stimmt auch gar nicht. Potenzielle Kriminelle. Ich bin vielleicht jetzt gerade, wenn ich jetzt hier vom Hof fahre, bin ich nur ein Autofahrer, aber ich bin ja auch eher einer, der potenziell zu schnell gefahren sein könnte. Hierher oder gleich noch? Das kann man sogar rein dogmatisch sortieren. Die Strafverfolgung, Polizei, Staatsanwaltschaft, die verfolgt Straftaten. Was wir nicht machen, ist Straftaten suchen. Und dazwischen läuft auch die Grenze, wo der Rechtsstaat sich definiert. Das Verfolgen von Straftaten ist okay, aber wenn keine da ist, dann fange ich auch nicht an zu suchen, bis ich eine gefunden habe. Ich kann präventive Arbeit leisten, aber ich muss nicht in jedem, der über die Straße geht, einen potenziellen Verdächtigen sehen. Okay, das ist der falsche Ansatz aus meiner Sicht. Ist Essen eine sichere Stadt?
Das ist eine sehr pauschale Frage, die man vielleicht so pauschal schlecht beantworten kann, aber im Verhältnis von Städten gleicher Größenordnung steht Essen ganz gut da. Du hast ja jetzt auch vor wenigen Tagen noch eine Veröffentlichung gegeben, wo insgesamt die Städte des Ruhrgebietes viel besser sind als ihr Ruf im Verhältnis zu anderen großen Städten in Deutschland. Und innerhalb der Städte, mit denen Essen klassischerweise verglichen wird, sind wir ganz gut da. Sprechen wir über den Polizisten, die Polizistin, das war mal der Helfer im Dorf, haben Sie gesagt, der war was. Jetzt sagen Sie, ich würde nicht glauben, was sich Ihre Leute allein vom Auto zum Einsatzort zum Teil anhören müssen an Beleidigungen. Ja, das habe ich an anderer Stelle mal gesagt, weil ich einen nächtlichen Einsatz begleitet habe und da mussten einige hundert Meter zwischen dem Abstellort der vielen Autos und dem Einsatzort zu Fuß bewältigt werden und da sind eine ganze Menge sehr unschöne Worte Richtung Polizei gefallen. Ich zitiere Sie nochmal, Sie werden da so oft beleidigt, dass Sie zu nichts mehr kämen, wenn Sie dem nachgehen würden. Ja, da wo ich mit war, war das so. Das sind ja auch Straftaten, wenn jemand diese Beleidigung ausspricht. Die könnte man im Prinzip verfolgen, Strafantrag stellen, aber dann würden nicht mehr genügend Beamte da ankommen, wo wir eigentlich hinwollen. Hat sich was verschoben, würden Sie das sagen, über die Zeit? Oder vor allem ist es automatisch negativ, wenn Menschen jetzt auch wieder auf ihre Rechte achten, sich vielleicht auch im Zweifel dann auch mal sagen, das lasse ich jetzt hier nicht mit mir machen? Ja, aber physisches Gegenwirken gegen eine zulässige Polizeimaßnahme ist nicht mündig, sondern ist strafbar. Verstehe. Natürlich darf jeder seine Rechte wahrnehmen und die sind aber geregelt, welche Rechte ich habe und welche in der polizeilichen Situation ich möglicherweise auch zurückstellen muss und auf die Beschwerde dann setzen im Nachgang. Aber körperliches Einwirken auf Polizisten, die eine Personalienüberprüfung machen wollen, kann ich nicht hinnehmen. Nein, das ist übrigens auf gar keine einzige Person. Ne? Genau. Also das wäre mir jetzt neu. Aber grundsätzlich, wie können wir Ihre Arbeit als Polizei vereinfachen? Das ist ja fast, Sie können jetzt fast einen Appell. Lassen Sie mal unsere Leute ihre Arbeit machen, die wissen schon ziemlich genau, was richtig ist. So ist das auch. Wir haben gut ausgebildete Polizisten, die wissen, was sie tun. Ob die jetzt einen Verkehrsunfall aufnehmen, teilweise mit hochmoderner Technik, oder in einer Auseinandersetzung in der Stadt einschreiten. Dafür werden die lange Jahre ausgebildet, das richtig zu machen. Bei der Menge an Einsätzen und der Zahl der Beamten klappt das nicht in jedem Fall gleich gut, das ist mir auch klar. Aber im Schnitt haben wir gut ausgebildete Leute und die tun das nicht, um jemanden zu ärgern, sondern um eine Situation zu lösen. Und deswegen werden sie gerufen und schreiten ein. Und da wäre es wünschenswert, wenn wir tatsächlich dieses Vertrauen bekommen könnten, dass das auch der Einsatzzweck ist. Plus Internet, ist es denn überhaupt erlaubt? Das machen ja viele jetzt mittlerweile, Polizeieinsätze zu filmen. Kommt drauf an, eine klassische Antwort eigentlich. Aber aus großer Distanz, ohne den Einzelnen an den Pranger zu stellen, darf auch Einschreiten gefilmt werden. Also was sie nicht machen sollten, ist auf der Autobahn stehen bleiben und auf der anderen Straßenseite. Das ist nicht erlaubt. Nee, das machen genügend schon. Ja, klar. Es gibt ein großes Interesse, bei Ihnen dabei zu sein. Ne? Ich habe mit Herbert Reul auch selbst schon darüber gesprochen. Er sagt, das Interesse ist groß, es gibt viele Interessenten. Aber schauen Sie bei den Zahlen noch immer, wer von diesen Leuten wirklich geeignet ist. Da klappen Ihnen Leute ja nicht erst, wie es vielleicht früher in den 80ern, 90er der Fall war, bei den sportlichen Übungen zusammen, sondern da gibt es auch Zweifel an der moralischen, an der demokratischen Grundverfassung. Ja, erstmal ist es schön festzustellen, dass es noch immer viele Menschen gibt, die Interesse haben, bei der Polizei mitzuarbeiten. Ich habe das ja auch und habe mich locken lassen von dem Reiz Polizist oder bei der Polizei zu arbeiten. Ich kann das verstehen, nachempfinden. Gleichzeitig muss Polizei natürlich aus der Mitte der Gesellschaft arbeiten. Und da dürfen wir uns auch nicht rausdrängen lassen. Und am besten fängt das schon mit der Einstellung nur von solchen Menschen an, die in der Mitte der Gesellschaft stehen und nicht an ihren Rändern agieren und polemisch werden. Wer ist denn genau richtig bei Ihnen? Jeder, der aus der Mitte der Gesellschaft heraus mitmachen will und auch etwas für die Gesellschaft tun. Es ist ja am Ende eine Dienstleistung, der Gesellschaft Sicherheit zu ermöglichen, damit alle anderen auch friedlich hier leben können. Sprechen wir ein bisschen über Sie. Sie sagen, Sie bringt nichts aus der Ruhe. Das heißt, ist es Ihnen auch egal, wenn Sie im Tennis verlieren? Touché. Ich gewinne gerne und verliere nicht so gerne. Ja.
aber ich muss nicht schreiend über den Platz rennen. Dann reden wir mal kurz über den Sparkassenbogen. Wir füllen ihn aus. Andreas Stüwe, in Bramsche geboren, knapp Niedersachsen, im Münsterland in Recke aufgewachsen, in Münster Jura studiert. Dann kennen Sie ja, wie ich auch, die heile Welt. Ist das ein Grund, dann auch irgendwann da raus zu müssen ins wahre Leben? Nicht, weil die Welt heile ist, sondern weil die Welt groß ist, wollte ich sie entdecken. Ja, Münster war der erste Schritt, aber ich bin von daher auch noch ein Jahr nach Frankreich gegangen zum Studieren und war in Genf und habe einiges gesehen. Stimmt, bei der UNO. Ja, die Welt ist groß und bunt und es lohnt sich, sie zu entdecken. Was übrigens auch dazu führt, dass man Menschen einfach mit anderen Augen wahrnimmt. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ja, und zwei Kinder, zwei Teenager. Junge oder Mädchen? Zwei Mädchen. Zwei Mädchen, schon Polizeianwärterinnen? Oder mit dem klaren Fokus? Noch nicht. Wenigstens Jura? Die eine mag Pferde und die andere hat gerade ihr Abitur und wird demnächst als Au-pair noch eine Saison nachdenken, wie es dann weitergehen soll. Ja, zu Hause in Essen ist der Titel dieses Podcasts. Sie können wirklich ja alles bieten, was uns wichtig ist. Nur zu Hause in Essen sind Sie nicht, oder? Ja, aber es sind 25 Minuten. Das ist schneller, als wenn ich einmal durch die Stadt fahre. Ja, Düsseldorfer Umland. Wir haben einen Planungsdezernenten. Also uns kann nichts mehr schocken. Wir haben einen Planungsdezernenten, der aus Dortmund pendelt. Ja, das ertragen wir auch. Vielleicht hat Essen auch noch hohen Integrationspotenzial. Das heißt, Sie legen es darauf an, sich irgendwann integrieren zu lassen? Ich bin ja schon dabei. Ich muss vielleicht den Wohnort nicht verlagern, aber die Stadt hat eine Menge zu bieten, an dem ich gern mitmache. Ja, darüber würde ich gerne sprechen. Sie haben sogar schon gesagt, Sie hätten die Stadt unterschätzt. Ja, stimmt, weil ich den Fokus einfach durch die Vorverwendung und die Tätigkeiten auf Düsseldorf hatte und das auch eine Stadt ist, die eine Menge zu bieten hat. Eine schöne Stadt, ja. Sind wir irgendwie automatisch immer in diese Richtung gegangen, aber mit Tätigkeitsaufnahme hier und Befassung mit der Stadt. Hier gibt es auch jede Menge Dinge, die man entdecken kann. Ich fahre gerne Fahrrad, die Radwege sind super, kulturelles Angebot, die Kruger. Hat Sie auch menschlich etwas überrascht? Ich meine, es gibt ja natürlich das Klischee des Ruhrgebietlers, die Ehrlichkeit etc. Kam das alles so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Also ich mag gerne, was ich so klare Sprache nenne. Da weiß ich, wie ich dran bin und das wird mir hier geboten. Das ist richtig gut. Sie werden dieses wunderschöne Gebäude hier verlassen, in dem wir gerade miteinander sprechen und nach Bredeney, ist auch schön, nach Bredeney gehen, allerdings in einen wirklichen, man muss sagen, Zweckbau. Das ist die ehemalige Karstadt-Zentrale. Da sind wir schon. Ich glaube, auf der anderen Straßenseite ist nicht die ehemalige Karstadt-Zentrale. Genau, das wunderte mich nämlich, weil ich wusste nur, Bredeney innerhalb dieses Büropark ist gegenüber, weil ich sehe ja auf der gegenüberliegenden Seite Karstadt-Zentrale schon einige Polizeifahrzeuge. Da sind sie auch schon drin. Da sieht man mal, wie riesig sie sind. Ja, das ist eines der größten Präsidien, das NRW hat. Hier arbeiten über 2000 Menschen. Ja. Freuen Sie sich drauf? Ich meine, das Gebäude hier ist ja wirklich sehr schön. Oder können Sie das auch noch hier mit nutzen? Nein, dies geben wir auf. Die Entscheidungen sind ja schon getroffen worden, bevor ich hier hingekommen bin. Also arbeite ich nur mit dem Ergebnis. Sie wären auch gerne hier geblieben. Es ist ein sehr schönes Gebäude, ja. ein historisches Gebäude, eine Landmarke in der Stadt. Ja, vielleicht kann man sagen, wir geben ein sehr schönes Gebäude auf. Wir bekommen aber ein sehr funktionales, sehr modernes Gebäude dafür wieder, in dem man richtig gute Polizeiarbeit leisten kann. Und das ist ja, finde ich, auch was ganz Tragendes, dass wir den Anforderungen, die berechtigt an uns gestellt werden, auch möglichst gut gerecht werden. Und dazu gehört auch eine hochmoderne Polizei, auch mit der technischen Ausstattung. Aber so eine kleine Träne ist im Knopfloch, wenn man so ein tolles Gebäude aufgeben muss. Sie können ja Schlüssel einfach behalten. Man sagt uns Münsteranern ja nach, oder Menschen, die mit der Stadt zu tun hatten, dass wir alle irgendwann zurückkehren. Haben Sie da nochmal drüber nachgedacht? Nee, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ist eher auch umgedreht. Ich bin relativ umtriebig bisher gewesen und habe jetzt zum ersten Mal so das Gefühl des Ankommens. Also nicht mehr die Idee, was mache ich denn danach, sondern jetzt bin ich hier und das fühlt sich gut an und das kann so bleiben. Sie sagen, Ihre Polizistinnen, Ihre Polizisten hätten ein besonderes Selbstverständnis. Sie wollen das Richtige tun. Und die Kunst sei, herauszufinden, was das Richtige ist. Das fand ich schön. Ja, das würde ich jetzt auch nochmal genauso wiederholen. Das heißt aber auch, sich nicht nur an Vorschriften zu orientieren, sondern da geht es um Augenmaß. Ja, die Vorschriften geben immer so den Rahmen, ne? Oder die Leitplanken. Dazwischen muss ich mich bewegen, aber oft habe ich einen Handlungsspielraum und dann braucht man dieses Augenmaß, um zu sagen, was von dem, was möglich ist, setze ich denn hier auch ein und um. Und da braucht man Erfahrung
und ein gutes Gespür. Dann sind wir aber natürlich auch irgendwann bei Beamtinnen und Beamten, die sagen, ich kenne ja meine Pappenheimer. Der sieht schon so aus. Den sollten wir uns mal vorknöpfen. Sagen Sie, das kann man so nennen. In der großen Kritik heißt das dann schnell Racial Profiling. Kann man aber auch guten Riecher für seine Leute nennen. Das ist ein ganz schwieriges Feld, ne? Also Racial Profiling hat doch beinhaltet den Vorwurf zu schematisieren und gerade nicht mit Augenmaß zu agieren, sondern zu sagen, immer wenn, okay, dann. Das ist der Vorwurf bei Racial Profiling. Aber in der konkreten Situation zu sagen, was ist denn hier richtig, das ist Fingerspitzengefühl. Und da würde ich schon sagen, ich kenne meine Pappenheimer, führt dazu, dass man einen Bewertungsmaßstab entwickelt, aber Fingerspitzengefühl führt dazu, dann auch das Richtige in der konkreten Situation zu tun. Können wir, die Essener Bürgerinnen und Bürger, Ihnen irgendwie helfen? Können wir auf irgendetwas achten, wo Sie sagen, das braucht eine gewisse Aufmerksamkeit mittlerweile. Das war früher vielleicht noch selbstverständlich, aber da hat sich was verschoben. Die Polizei macht, glaube ich, im Schnitt eine gute Arbeit hier und ich fände es toll, wenn das auch durch den entsprechenden Respekt den Beamten gegenüber zum Ausdruck käme. Das, was manchmal so ein bisschen verrutscht und was wir eben auch besprochen hatten, diese Beleidigung, wenn jemand in Uniform irgendwo hingeht oder so. Wenn wir da auf ein neutrales Miteinander kämen und die Polizei das, was sie tun soll, tun kann, ohne noch nebenbei angegangen zu werden, dann wäre schon eine Menge geschafft. Das trifft vor allem, das trifft die Polizei, es trifft mittlerweile sogar die Feuerwehr, die Rettungskräfte. Ja, das stimmt. Das ist nichts Polizeiexklusives und an der Stelle könnte ich die Bitte auch für alle, die sich im öffentlichen Raum bewegen, erstrecken. Das ist richtig. Letzte Frage. Die Sparkasse Essen macht einen Wunsch wahr. Sie haben die Gelegenheit, eine Pressemitteilung herauszugeben. Und nicht nur herauszugeben, sondern egal, was Sie dort schreiben, es wird wahr. Also was für eine Verantwortung. Aber machen Sie mal. Was würden Sie gerne in dieser Pressemitteilung verkünden? Also ich hätte am liebsten eine Pressemitteilung, in der drin steht: Die Polizei hat heute nichts zu vermelden. Es gab keine Einsätze. Dann wäre ein ganz ruhiger Tag und alle wären gut durch den Tag gekommen, die ganze Stadt. Aber am nächsten Tag darauf hätten Sie schon gerne wieder was zu tun. Ach, das ist gemein, weil Sie haben eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich habe die Frage gestellt. Sie sagen, Sie hätten gerne einen Tag Ruhe. Sie kriegen Ihren Tag Ruhe. Polizeipräsident Andreas Stübe, dankeschön für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und wir wissen natürlich beide, dass Sie nicht so heißen. Ne? Also in Niedersachsen, Sie können uns ja nichts vormachen. In Wirklichkeit heißen Sie ja Andreas Stübe. Nee, da wo ich herkomme, das ist ja so westfälisch, dass Sie da ja sagen und auch gesprochen mit W. Meine Großmutter, eine Lüneburger, hätte das niemals so durchgelassen. Ja, je weiter es Richtung Hamburg geht, wird es immer spitzer mit dem Stein. Ja, so ist es. Dankeschön. Gerne. Ja. Es gibt einiges, was die Sparkasse Essen schon zur Unterstützung tut. Klüger gegen Betrüger haben wir angesprochen. Neue Fahrräder gab es für die 4 Jugendverkehrsschulen. Geld für Polizeisportverein, für die Verkehrswacht. Aber am Ende kommt es eben auf uns alle an. Klar, auf die Polizistinnen, auf die Polizisten, aber eben auf uns alle, wie wir miteinander umgehen. Möglichst respektvoll. Empfehlen Sie diese Folge gern weiter, versenden Sie einfach den Link an alle, die sich für die Polizei interessieren, für die Arbeit hier in der Stadt, die Polizei als Arbeitgeber oder eben an alle, die auch schon mal ein Magnetblaulicht auf dem Dach installieren wollten. Ich kann sagen, nach dieser Episode, ich schlafe jetzt noch ein bisschen ruhiger. Hier, in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.